Also, was ich heute machen will, ein bisschen Back to Basics, und zwar, was Kerzen sagen, wie man sie liest, wie sie aufgebaut sind, ja, also ganz easy Basics. Dann geht es weiter zu Support Resistance, Trendlinien, wie man sie findet, wie man sie einzeichnet und letzten Endes noch die verschiedenen Marktbewegungen, in welche Richtung sich der Markt letzten Endes bewegen kann, was er so drauf hat. Gut, also Candlesticks beziehungsweise Kerzen. Fangen wir ganz basic an. Milady, da ich dich ja eben gerade schon angesprochen habe, kannst du mir dann sagen, welchen Sinn die Kerzen haben, was für einen Zweck die haben? Wofür habe ich sie? Also der Kerzenkörper jetzt oder allgemein? Allgemein, was sagen mir Kerzen? Wofür habe ich sie? Wofür habe ich jetzt überhaupt einen Chart? Also für die Zeit dann halt. Also sozusagen, dass wir wissen, wann etwas öffnet und schließt. Was öffnet denn und Ja. schließt denn? Der Markt, also beziehungsweise die Stunde oder die Zeit dann halt. Ja, als Beispiel, jetzt sind wir gerade im Stundenchart. Und Ja. was sagen mir denn die Kerzen? Also Welchen, das ist auch welchen? eine Zeiteinheit, oder? Jetzt, ja, genau, ich bin jetzt im Stundenchart, das ist eine Zeiteinheit. Eine Kerze gibt mir eine Stunde wieder, aber was bringt mir jetzt diese Stunde? Was sagt mir diese Kerze? Er muss mir irgendwas muss er mir ja anzeigen. Vielleicht wie stark in diesem Moment gekauft oder verkauft wurde? Ja. Noch, also von der Größe oder jetzt, wie lang die sind? Ja, zum einen, ich gebe dir mal einen Tipp. In Verbindung Ja. zu diesen Zahlen hier rechts geben mir diese Kerzen ja irgendetwas wieder. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Kerze, ich sage es mal, an dem Punkt hier ist. Ja, genau an dem Punkt hier. Was sagt mir das? Wenn du es nicht weißt, nicht schlimm. Nee, ich glaube, ich weiß gerade nicht so genau, was, also wie viele Pips oder wie hoch das ist. Nee, viel, viel simpler, ganz simpel, viel einfacher. Du denkst gerade sehr kompliziert, du denkst gerade ein bisschen zu Okay. weit. Okay, nee, da muss ich passen, sorry. Okay, also dann löse einfach ganz einfach auf. Und zwar sagen mir diese Kerzen oder zeigen mir diese Kerzen den Preis. Bei was für einem Preis ich gerade bin. Ganz Okay, einfach. ja. Ja? Das heißt, wenn die Kerze jetzt schon an dem Punkt ist, bin ich hier bei 1,01 $, ja, das heißt, dass 1 Euro äquivalent, oder ich weiß nicht mal, wie das Wort ausspricht, ja, dasselbe ist wie 1,01 $. Ja, das heißt, wenn er jetzt bei 1,2 wäre, ja, hier oben irgendwo, wenn er jetzt hier wäre, als Beispiel, dann hätte ich 1 Euro im Vergleich zu Dollar, dann wäre 1 Dollar genauso viel wert wie, 1 Euro genauso viel wert wie 1,02 $. Also ganz easy. Ja, das heißt, die Kerzen zeigen uns den aktuellen Preis an, wenn wir von der aktuellen Kerze ausgehen, beziehungsweise die Vergangenheit. So. Gut. Dann male ich jetzt einfach mal eine Kerze hin. Ja, ich mache es jetzt mal grün. Ja, ich mache es mal ein bisschen breiter, damit es so und so. So, eine Kerze besteht ja einmal hier aus dem Körper, ja, und einmal aus so zwei Strichen. Und die nächste Frage ist, was sagen mir diese ganzen Sachen? Ja, Julian, help. Ich markiere jetzt mal ein paar Ja. Punkte. Ja, ich markiere jetzt mal ein paar Punkte und du sagst mir einfach, hoppla. Ah, schöne Markierung. Ja. Also das ist der höchst, ich meine, Höchstpreis. Also da war Hochpunkt. Ja, Hochpunkt mal hoch. Etwas Höhepunkt gesagt, ja moin. Ja, Hochpunkt. Das war der höchste Preis, den diese Kerze in der jeweiligen Zeiteinheit erreicht hat. Ja, in dem Falle im Stundenchart. So, dann logischerweise, was ist das? Das ist dann der Tiefpunkt. Moment, machen wir so. Tiefpunkt. Perfekt. So, dann haben wir nochmal den Punkt hier und wir Den haben Eröffnungskurs. den Eröffnungskurs, ja. Und natürlich den Schlusskurs. So, ganz easy, ja. Das heißt, wir haben einmal den Eröffnungskurs, da wo der Körper anfängt. Wir haben dann weiter drunter den Tiefpunkt, also der tiefste Preis, der erreicht wurde in der jeweiligen Zeiteinheit.
Dann haben wir den Schlusskurs, wo der Preis in der Zeiteinheit geschlossen hat. Und einmal den Hochpunkt, der höchste Punkt, der erreicht wurde. So, jetzt mache ich die Kerze rot. Julian, weil du gerade schon dabei bist, was ändert sich jetzt? Jetzt haben wir eine rote Kerze. Was ändert sich bei den Punkten? Im Prinzip kommt der Öffnungskurs nach oben und der Schlusskurs nach unten. Ja, ganz easy. So. Ist, denke ich mal, ganz verständlich. Ich glaube, es versteht auch jeder. Wenn nicht, einfach kurz was sagen, kurz was schreiben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jeder verstanden hat. So. Jetzt wissen wir zum einen, was uns die Kerzen sagen. Ja, sie zeigen uns den aktuellen Preis beziehungsweise auch die Preise der Vergangenheit. Ja, weil wir im Prinzip in der Vergangenheit analysieren. Und eine jeweilige Kerze zeigt uns zum einen, wo der Markt geöffnet hat. Ja, wo in dieser Stunde der Preis war, wo der Preis nach einer Stunde war und wo der Hoch- und Tiefpunkt in der jeweiligen Stunde gelegen hat. Ja, ganz easy. So, ich gehe jetzt mal in den Chart. Ja, und wir haben, wenn wir jetzt hier in den Chart gucken, ist unbedingt was Schöneres, ganz viele Größen, ganz unterschiedliche Längen, unterschiedliche Wicks, ja, also diese dünnen Linien, das sind die Wicks, unterschiedlich große Körper. Und mache ich jetzt einfach eine ganz simple Frage. Ja, ich wähle jetzt eine Kerze aus und mache, Lukas, diese Kerze hier, ja, diese blaue Kerze, die ich jetzt markiert habe, ich mache das mal hell. Würdest du sagen, dass es eher eine starke blaue Kerze ist? Würdest du sagen, dass es eher so eine schwache blaue Kerze oder einfach eine durchschnittliche? Wie würdest du die Kerze einschätzen? Es ist eine starke blaue Kerze, weil die ja von einem recht niedrigen Kurs angefangen hat oder dann stark nach oben gegangen ist. Also ja. Die Kerze hat sich viel bewegt. Ja. Nicht nur, dass die Wick mal hochgependelt ist, sondern dass auch die Kerze oben geblieben ist. Mhm. Ja, easy, perfekt, genau das wollte ich wissen, ja? Hier sieht man, dass die Kerze im Vergleich zu den anderen, wenn man sich die anderen hier anschaut, eine Riesenbewegung hat. Ja, sie ist sehr hoch gekommen. Ja, sie ist im Prinzip bis zu diesem Punkt gekommen. Der Preis hat diesen Punkt hier erreicht. Wurde natürlich ein bisschen zurückgedrängt, aber im Ganzen, ja, wenn man sich das Ganze anguckt, hat er in einer Stunde eine Riesenbewegung fortgesetzt. Also kann man sagen, dass es eine starke Käuferkerze war. Ja, eine Kerze, die voll mit Käufern war. Und wenn wir jetzt nur die Kerze hier sehen, können wir davon ausgehen, dass der Markt gerade starkes Momentum nach oben hat, ja, dass der Preis möglicherweise steigen wird. Ja, hat er in dem Fall jetzt nicht gemacht, ist runtergelaufen. Aber wenn man sich jetzt nochmal einzeln die Kerze anguckt, ja, nicht mal genau das Gegenteil. Wenn ich mir jetzt mal die Kerze hier angucke, ja, können wir sehen, dass der Markt hier an dem Punkt geöffnet hat, mal runtergelaufen ist, mal hochgelaufen ist und dann fast an demselben Punkt wieder geschlossen hat. Ja, das heißt, dass in dieser Stunde eine Menge Käufer drin waren, aber auch genauso eine Menge Verkäufer drin waren. Ja, das heißt, der Markt konnte sich nicht entscheiden, der Markt hatte keine Richtung, in die er wollte. Und im Prinzip war das eine Indecision, ja, sowas nennen wir auch eine Indecision Candle oder eine Doji, das ist jetzt ein bisschen weiter. Aber hieran erkennt man zum Beispiel, dass die Kerze nicht sonderlich stark ist, sondern einfach nicht weiß, wo er hin möchte. Ja, dann nehmen wir dasselbe einfach mal in Rot. Hier haben wir eine starke rote Kerze. Ja, das heißt, wir haben hier starkes Verkäufermomentum. Ja, die Kerze hat hier geöffnet in der Stunde, hat mal hochgedrückt gehabt von den Käufern und wurde dann von den Verkäufern richtig runtergeknallt. Ja, also man sieht von hier oben komplett runtergeschossen, hat hier unten geschlossen. Und hier können wir davon ausgehen, dass es starkes Verkäufermomentum in dieser Stunde war. Und anhand dieser Kerze kann man sagen, okay, wahrscheinlich haben wir jetzt ein etwas stärkeres Verkäufermomentum. Ja, und hier sieht man, der Markt ist noch weiter runtergelaufen. So, ist das bisher für jeden verständlich? Oder gibt es irgendwelche Fragen zu den Kerzen? Ja, also jetzt so zu Candlestick Patterns und so weiter und so fort. Darauf komme ich dann wann anders zu sprechen, aber jetzt geht es erstmal nur grundlegend um Kerzen. Ja, also jeder hat verstanden, dass die Kerzen uns im Prinzip den Preis zeigen, den vergangenen Preis, und wir mit diesen Kerzen den Markt analysieren, um uns dann letzten Endes ein paar Trades zu holen. So, easy. Dann gehe ich mal wieder hoch. Dann haben wir Candlestick-Kerzen abgehakt. So. Dann komme ich jetzt erstmal zu den Bewegungen im Markt. Ja, Bewegungen, die der Markt macht. Ja. Frage ich jetzt einfach mal Tristan.
Was macht denn der Markt so für Bewegungen? In welche Richtungen kann sich der Markt denn so bewegen? Ja, nach oben und nach unten. Okay, ja, nach oben sagst du und nach unten. Ja, ach okay. Ja, und zur Seite auch. Gut, ja, das wollte ich nämlich auch hören. Ich hätte nämlich, meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn mit den Leuten, die Price Drop traden? So. Ja, das ist unmöglich. Zur Seite geht auch. Ja, also, und dann haben wir letzten Endes der Markt, wenn er sich seitlich bewegt. Ja, seitlich, das ist halt immer, es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, dass er sich der Markt seitlich bewegt, weil, wenn ich mir jetzt mal so eine Seitwärtsphase raussuche, ja, ich nehme jetzt einfach mal, oh, wo sieht das hin? Guck mal, nehmen wir mal einfach das hier. So, ich markiere jetzt mal im Bereich, ja, ich nehme jetzt mal den Bereich hier. Im Prinzip bewegt er sich seitlich, ja, das stimmt schon. Aber letzten Endes bewegt sich der Markt trotzdem immer nur nach oben oder nach unten. Ja? Wenn ich mir das angucke, hier hat sich der Markt nach oben bewegt, dann hat er sich nach unten bewegt, dann hat er sich wieder bis nach oben bewegt, dann wieder bis nach unten, wieder bis nach oben und dann wieder bis nach unten. Ja? Also grundsätzlich, der Markt bewegt sich immer nach oben oder nach unten, aber es kann natürlich auch sein, dass sich der Markt eine Zeit lang, wenn man sich das mal in einem größeren Bild anschaut, nur seitlich bewegt. Ja? Also das dazu. Also wir haben einmal den Markt, dass er sich nach oben bewegen kann. Ja, das heißt, dass der Preis steigt. Der Markt kann sich nach unten bewegen. Das heißt, dass der Preis fällt. Und wir haben dann noch einmal eine Seitwärtsphase, wo sich der Preis in einem Bereich aufhält. Ja, zum Beispiel von 1,16 bis 1,17, dass er da hin und her pendelt. Das ist dann so eine Seitwärtsphase, die man zum Beispiel bei Price Trap tradet. So, dann hole ich mal ein paar Beispiele raus. Ja, als Beispiel in dieser Phase hier sehen wir alle, denke ich mal, ganz deutlich, der Markt läuft hoch. Ja, sieht man ganz easy, ist eine Aufwärtsbewegung. In der Phase ist es ein Aufwärtstrend, ja, weil sich der Markt eben von dem Preis hier unten, ja, 1,12220, bis hier oben hin bewegt hat. Ja, Aufwärtsbewegung. Dann haben wir natürlich auch eine Abwärtsbewegung. Ja, nehme ich mal das hier als Beispiel. Da hat sich der Preis, warte mal so, von hier oben, von dem Preis, ups, das wollte ich nicht, so, von dem Preis hier runter bewegt, ja, offensichtlicher Abwärtstrend. Ist, denke ich mal, ganz verständlich, ganz simpel. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann auch noch eine Seitwärtsbewegung. Ja, ich suche jetzt mal, was haben wir denn Schönes? Ja, schneide das jetzt mal so ab hier. Nehmen wir mal hier und in der Phase hier, ja, sieht man, dass sich der Preis eigentlich ziemlich seitlich bewegt. Ja, also seitwärts. Der Markt ist noch ein bisschen runter, mal ein bisschen hochgelaufen, aber über mehrere Stunden, ja, vom 3. Juni um 18 Uhr bis zum 7. Januar, 13 Uhr, hat er sich eigentlich nicht groß in irgendeine Richtung bewegt. Das ist dann so eine Seitwärtsphase. So, ist das bisher verständlich? Ich denke, jeder versteht das. Perfekt. Gut, dann möchte ich noch darüber reden, was Impulse und was Korrekturen sind. Ja, nehmen wir mal, oh, wen nehmen wir denn? Maxim, du siehst so konzentriert aus. Impulse, Korrekturen, was kannst du zu Impulsen und Korrekturen sagen? Was fällt dir so dazu ein? Ich würde jetzt sagen, der Markt, wenn er nach oben schießt, macht halt eine Impulsbewegung nach oben, aber die korrigiert er dann wieder ganz schnell oder halt über längere Zeit wieder. Was kann ich denn anhand von Impulsen erkennen? Dass da gerade viel Momentum drin ist. Ja, in dem Sinne schon, aber sagen wir mal, ich habe jetzt zum Beispiel drei Impulse nach oben, ja, drei Impulse, mal eine Korrektur dazwischen. Was sagt mir das, wenn ich jetzt drei Impulse nach oben habe? Dass da sehr viele Käufer drin sind. Ja, ich suche nach einem Wort, ich möchte ein Wort hören. Ich habe sehr viele Käufer drin, ich habe viel Momentum nach oben, ich habe drei Impulse nach oben. Was zeigt mir das? Ja, Lukas sagt schon, um die Elliott Wave geht es mir gerade. Ich habe jetzt drei Impulse gesagt, wegen der Elliott Wave, ja, aber darum ging es mir gerade nicht. Jasmin, schreibst den Trend.
Ach so. Ja, Aufwärtstrend. Das Wort, das wollte ich hören. Wir haben einen Aufwärtstrend. Ich erkenne an mehreren Impulsen in eine Richtung, dass wir einen Trend haben. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt mal irgendeinen Bereich aussuche, oh, wo haben wir denn das? Oh, nehmen wir mal das hier, ja? Habe ich, ja, ich hab einen geschrocken. Impuls? Michi, kannst du dich bitte stumm schalten, weil man hört ein bisschen viel. Ich habe einen Impuls nach unten. Das heißt, ich habe eine starke Bewegung in diese Richtung von den Verkäufern. Ja, ich gehe mal hier runter. Dann habe ich eine Korrektur, wieder einen starken Impuls, Korrektur, wieder einen starken Impuls. Das heißt, ich sehe ganz deutlich, wir haben einen Abwärtstrend. So. Jetzt will ich noch ein bisschen detaillierter zu Impulsen und Korrekturen, ja, beziehungsweise zu Trends. Grundsätzlich kann man zum Markt sagen, ja, Markt, der Markt möchte immer im Gleichgewicht sein. Ja, der Markt möchte immer im Gleichgewicht sein. So. Markt mag es nicht, wenn er ziemlich einseitig ist, ja, das heißt, wenn er sich nur in eine Richtung bewegt. Deswegen ist es so, dass der Markt, wenn er eine Richtung einschlägt, nicht unendlich lang in diese Richtung laufen kann. Ja, er kann nicht unendlich lang mehrere Euro, ja, weit nach oben schießen, sondern muss auch irgendwann mal das Ganze korrigieren. Ja, das heißt, er muss wieder dieses ganze Gleichgewicht in den Markt bringen. Ja, ihr könnt euch das auch so vorstellen. Ja, der Markt ist ein Marathonläufer. Ja, er läuft gerade einen Marathon. Von was weiß ich, wie lange Marathon geht, sagen wir mal 50 Kilometer, keine Ahnung, ist auch egal. Ja? Er rennt jetzt 50 Kilometer durch. Und irgendwann braucht dieser Marathonläufer eine Pause. Ja? Und diese Pause ist dann diese Korrektur. Das heißt, der Markt sprintet 50 Kilometer lang, macht hier oben jetzt eine Pause, ja, und korrigiert erstmal. Ja? Macht jetzt erstmal eine Verschnaufspause. So, der Markt hat seine Pause gemacht. Was macht der Markt dann? Fängt wieder an, die nächsten Kilometer zu sprinten. Ja? Fängt wieder an zu sprinten. Dann hat er irgendwann wieder den Punkt erreicht, wo er außer Puste ist, braucht wieder eine Pause und macht wieder dasselbe und immer so weiter. Ja? Und so sieht dann im Prinzip zum Beispiel ein Aufwärtstrend in einem Markt aus. Ja? Das heißt, wir haben einmal einen Bereich, wo der Markt einen Impuls macht. Ja? Machen wir so. Dann haben wir einmal eine Verschnaufspause vom Markt. Dann haben wir, ich mache mal einfach so, dann hat der Markt wieder hier seinen Sprint. So, dann hat der Markt wieder seine Pause und immer so weiter. Ja, das geht immer so weiter, bis der Markt halt irgendwann mal in die andere Richtung läuft. So, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Oder ist es verständlich? Scheint super verständlich zu sein. Perfekt. Gut. Das heißt, wir haben jetzt einmal, was uns Kerzen sagen, wie sie aussehen, was die einzelnen Punkte bedeuten. Wir haben uns verschiedene Größen der Kerzen angeguckt. Wir haben uns jetzt die verschiedenen Richtungen im Markt angeschaut. Ja, was für Impulse es gibt, Korrekturen, Aufwärts-, Abwärtstrend, Seitwärtsphase. So. Jetzt komme ich zum nächsten. Ja, also mit einer der ziemlich, ich sag mal, meistgenutztesten Sachen im Trading oder in der Analyse, und zwar Support Resistance. Ja, habe ich in den letzten Tagen sehr oft besprochen oder sehr oft was drüber gesagt. Und da können wir gleich mal gucken, wer richtig aufgepasst hat. So. Erstmal für den Anfang. Support Resistance. Support Resistance sind im Prinzip Bereiche. Ja, warte, ich schreibe das mal eben auf. Support Resistance. Beziehungsweise Unterstützung und Widerstand. Ja, Support Resistance, beziehungsweise die Unterstützung und Widerstand sind Bereiche, also Zonen, in denen der Markt gerne seine Richtung ändert. Ja, warum er das tut, dazu kommen wir gleich. So, das heißt, das sind Zonen, in denen der Markt gerne die Richtung ändert. So, jetzt gucken wir mal, wer in den letzten Sessions richtig aufgepasst hat. Und Julian lacht schon so viel. Ja? Julian, warum oder durch was entstehen Support-Resistance-Zonen? Ich meine, sie entstehen nicht einfach so, aber was ist
die Theorie hinter Support Resistance. Da hast du dir den richtigen ausgesucht. Ja, jeder muss es lernen. Also pass auf. Wir haben ja unten den Boden, ne, die Support, oben die Resistance. Genau. Moment, ich male das jetzt erstmal. So. Ja. So, damit da jeder mitkommt. Wir haben jetzt einmal den Boden, die Support. Ich hätte nicht lachen dürfen. Ja, das nicht lachen dürfen. So, und jetzt haben wir einmal den Widerstand, die Resistance. Gut. So. Resistance. Ja, und Support. Okay, von wo kommt der Markt? So, ich male jetzt mal einen Markt rein. So, der Markt kommt hier angebimmelt. Macht jetzt den hier. Noch den hier. So, und jetzt kommt der Markt wieder hier hoch. Und dreht. So, das ist der Markt. Warum dreht er an der Resistance? Okay, also erstmal, das ist ja, das scheint ja ein Preis zu sein, da bei 1,2450, der von den, also der Markt kommt ja dann von, wenn man ein bisschen weiter vorgeht, kommt ja von unten, geht nach oben, das heißt, wir haben da sehr viele Käufer drin und dann ist ja der Punkt, wo er wieder runterdreht. Mhm. So, und das heißt für mich, dass da sich die Käufer gesagt haben, du, der Preis ist fein, ab in den Verkaufsmodus. Und dann ziehen die ihre Profits. Das ist eine Möglichkeit. Also, an diesen Zonen dreht der Markt zum Beispiel, weil, ups, ich mache mal hier, was schreibe ich denn als überbegriffliches Ding? Gründe. So, ich mache mal Gründe. So, mach das mal dick und fett rot und riesig. So, hier links mache ich die Gründe. Mal wieder schwarz, ein bisschen kleiner. Also du sagst, weil dort zum Beispiel Take Profits liegen, also weil Käufer ihre Positionen rausnehmen aus dem Markt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Take Profits. Ja, weil, das schreibe ich gleich hin, man muss sich so vorstellen, für die, die das jetzt noch nicht so verstanden haben, im Markt sind ja immer Käufer und Verkäufer. In jedem Preis, ja, in jedem Moment sind Verkäufer und Käufer drin. So, und wenn wir im Markt mehr Käufer haben als Verkäufer, bewegt sich der Markt nach oben. Genauso andersherum, wenn wir mehr Verkäufer haben als Käufer, bewegt sich der Markt runter. Ja, das sehen wir zum Beispiel jetzt als Beispiel Bitcoin. So, Krieg hat angefangen, die ganzen Leute haben Angst um ihr Geld, die verkaufen alle. Was macht Bitcoin? Rutscht runter. Ja, in dem Sinne. So, und was Julian gerade meinte, ist, dass wenn hier zum Beispiel Leute ein Trade eingegangen sind, ja, also richtig viele Verkäufer drin sind, ja, ganz besteht, sie diesen Bereich erreicht haben und sagen, ey, das ist mir genug oder ich habe die Zone gesehen, ich schließe meine Positionen. Und in dem Moment, ja, gehen wir mal davon aus, dass wir 200.000 Verkäufer hier oben haben. Ja, hier sind 200.000 Verkäufer. Und gehen wir mal davon aus, dass hier unten, wo der Trade lief, 250.000 Käufer drin waren. Ja, also ich sag mal, das Volumen von den Käufern mehr war als von den Verkäufern. Dann kommen sie an diesen Bereich und sagen, ey, ist mir genug Geld, ich schmeiß meine Position raus, batz, ja. Und dann sind es statt 250.000 nur noch 150.000. Ja, das heißt, an dem Bereich hier oben sind es jetzt mehr Verkäufer als Käufer. Was passiert? Der Markt dreht um, ja. Die Verkäufer sind stärker, der Markt dreht um. Ja, das heißt, Take Profits. Das heißt, wir haben mehr von einer Partei als von der anderen. So, Grund Nummer 1. Es gibt noch mehr Gründe. Emmy! Take Profits. Zonen drehen zum Beispiel, weil man seine Profits rauszieht und wir dann mehr Verkäufer haben. Was gibt es denn noch so? Warum Zonen angenommen werden oder was? Ja, irgendwas, was dir gerade einfällt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Bankenlevel. Mhm. Bankenlevel. Ja, es gibt verschiedene Bankenlevel im Markt. Oh, ich mache das mal ein bisschen größer. 20. Du sagst, dass Bankenlevel dann zum Beispiel Support Resistance Zonen werden können. Das ist jetzt ein bisschen, das stimmt, das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen fortgeschrittener, wenn es jetzt nicht
wenn man jetzt ganz neu dabei ist. Aber um das ein bisschen aufzuklären, es gibt im Markt verschiedene Level, also verschiedene Preislevel, die Banken, sag ich mal, sehr interessant finden, um dort zu traden. Also so, ich schließe somit das Thema mal ab, um jetzt nicht zu tief in die Materie zu kommen. Ja, das sind, ich schreibe es einfach mal dahinter. Ups. Das dürfte 200, 500, 800 und 0 sein. Dürfte so gewesen sein. Das heißt, wenn der Preis zum Beispiel bei 1,2500 ist, ich mache mal so 500. Ja, haben wir die 500 hier drin. Das ist ein Level, wo die Banken zum Beispiel gerne einsteigen, um ihre Position zu öffnen. Und an diesen Zonen passiert es auch oft, dass eben eine Support- oder Resistance-Zone herrscht. So. Wir haben noch ein paar mehr. Jasmin, was machen wir denn noch so? Wir haben Take-Profits, wir haben Bankenlevel. Noch was ganz Simples, wenn wir uns den Markt angucken und Support-Resistance-Zone sehen. Was ist denn so der Gedanke? Oder welchen Gedankengang hat doch eigentlich jeder, wenn er diese Zonen sieht? Ja, als Beispiel, ich zeichne jetzt hier die Zone ein. Ja, ich habe jetzt diese Zone hier eingezeichnet. Achso, bis am Telefon. Okay. Dann, Lukas, wenn du eine Support-Resistance-Zone einzeichnest, ja, da kann man für jeden sprechen. Welchen Gedankengang hat jeder? Was macht jeder, wenn er jetzt hier diese Zone eingezeichnet hat? Das macht fast ja, jeder. Dass man halt in den Trade reingeht und dass man da erwartet, dass der Trend, also der Kurs sich ändert. Ja, darum geht es mir. Also nicht darum, dass das... Oh, warte mal. Ich brauche einen Unlimited Zoom, ey. Was ich hören wollte, und zwar, wenn jemand eine Resistance oder eine Support einzeichnet, macht das doch fast jeder, dass er in die Vergangenheit geht und guckt, ob vorher da mal eine Support oder Resistance war. Das macht doch fast jeder, würde ich mal jetzt behaupten. Ja, das, was du gesagt hast, Lukas, dazu komme ich gleich nochmal, weil ich habe das nämlich nicht ganz verstanden. Aber Zone bestand vorher schon. Ich mache das mal klein geschrieben, Zone. Ja, das heißt, wenn wir hier in den Markt gehen, ja, ich gehe jetzt mal irgendwo runter, kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier eine Resistance-Zone, ja, das heißt, hier habe ich eine Resistance-Zone. Und was die meisten gemacht haben oder was die meisten immer noch machen, ist, dass sie zum Beispiel die Zone hier, ich mache das mal so, ein bisschen kleiner. Ich mache es auch mal so. Lass sie in die Vergangenheit gehen und gucken, ob es vorher schon mal eine Support oder Resistance war. Ja, als Beispiel hier war es mal eine Resistance, Support. Gucken, ob in der Vergangenheit noch mehr war. Oh, wie war es wieder? Resistance. Ja, das ist noch eine Möglichkeit, wie man Support und Resistance erkennt, dass der Markt schon mal dort war. So, wo bin ich denn hier? So. Also, Zone bestand vorher schon. Okay. Lukas, was meintest du jetzt eben? Das hast du das letzte Mal gesagt, vielleicht habe ich es verwechselt, dass man halt an dieser Support oder Resistance diese Entries hat, wo halt viele Käufer oder Verkäufer reingehen und die Banken es halt nutzen. Okay, das mit den Banken, was ich meine mit den Banken nutzen, das war noch zum Thema Liquidität. Aber grundsätzlich, dass zum Beispiel diese Zone für viele Leute ein Entry ist, also damit hast du recht, ja, dass es Entry Points sind, dass so viele Leute diese Zone sehen und sagen, ey, das ist mein Einstieg. Und dann haben wir wieder den Fall, dass an dem Punkt so viele Leute in eine Richtung einsteigen wollen, dass diese Partei größer ist als die andere und somit sich der Markt genau an dem Punkt dann in die andere Richtung dreht. So. Hat jeder das Support-Resistance-Thema, das Thema so an sich verstanden? Oder gibt es sonst irgendwelche Fragen? Weil ich habe jetzt gerade nicht angefangen mit, wie genau Support-Resistance aussieht, sondern ich bin da jetzt eigentlich direkt mittig eingestiegen. Milane, hast du es auch verstanden, Support-Resistance? Ja. Perfekt. Gut, dann war das doch gut. Dann war es doch gar nicht so schlimm, dass ich ein bisschen später eingestiegen bin. Alles klar. So. Dann haben wir Take-Profits, wir haben Bankenlevel, die Zone bestand schon vorher, ja, Entry-Points, dass Leute hier eingestiegen sind, haben wir jetzt eigentlich schon so ziemlich alles. Oder ziemlich das, was wichtig ist. So, wie zeichnet man Support-Resistance ein? Ganz easy. Ja, ich gehe jetzt mal in den aktuellen Markt als Beispiel hier hin. Ich gucke mir den Markt an und Support-Resistance-Zonen erkennt man ganz easy daran, wie wir es gerade besprochen haben,
dass diese Punkte oder diese Bereiche im Markt schon öfter angetestet wurden, also öfter angelaufen worden sind und dann zum Beispiel wieder gedreht haben. Ja, das heißt, ich suche mal irgendwas Schöneres, dass man dann zum Beispiel sagt, hier an dem Punkt ist der Markt mal runtergelaufen, hat hier dieses Preislevel berührt, lief runter und hat das Preislevel nochmal berührt. Ja, das ist dann zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen können, okay, ist eine Resistance-Zone. Aber ich meine es mal so. Dann können wir natürlich in die Vergangenheit gehen und sagen, okay, hier hatten wir nochmal eine Support. Die Zone wurde hier unten nochmal als Support genutzt. Gut, hier war es mal ein Fake-Out, hier ist immer durchgebrochen. Hier unten hat die Zone auch mal wieder funktioniert. Ja, die Zone wurde hier angetestet, ist noch ein bisschen durchgelaufen. Aber man sieht Support. Mal gucken, was gibt es denn noch so in der Vergangenheit? So, hier unten sind wir wieder. Hier wurde sie als Resistance benutzt. Also man sieht, dass Support-Resistance-Zonen sehr häufig auch noch sehr weit in der Vergangenheit genutzt werden. Ja. Und sie eigentlich sehr lange valide bleiben. Und was ich das letzte Mal erklärt habe, ja, das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen fortschrittlicher, aber dann habe ich es mal zumindest schon mal gesagt. Diese Support-Resistance-Zonen, ja, die werden auch mal gebrochen. Ja, dass eine Resistance mal Support wird. Als Beispiel, dass wir hier mal eine Zone haben, ja, ich mache es einfach mal so, dass die Zone hier als Support genutzt wurde, also als Boden, ja, immer wieder mal hier drauf, nach oben, drauf, nach oben, drauf, nach oben. Und dann gab es eine Phase, wo der Markt durchgebrochen ist, also diese Zone in dem Sinne ignoriert hat, sondern einfach quer durch. Und dann wird diese Zone als Resistance benutzt, ja, hier Resistance, Resistance, Resistance. Das heißt, dass Support- und Resistance-Zonen im Prinzip auch wechseln können, dass eine Zone beides sein kann, je nachdem, auf welche Seite der Markt ist. Und dazu ist es mal ein bisschen weit hergeholt. Ja. Mal gucken, ob noch einige wissen, was ich jetzt gerade aufschreibe. Paritätswechselgesetz. Julian schmeißt hier schon wieder weg. Das Paritätswechselgesetz. Dieses Gesetz besagt, dass die Zonen, ja, also wenn zum Beispiel eine Support in dem Falle gebrochen wird, immer noch genauso stark ist, wenn sie als Resistance genutzt wird. Ja, das heißt, wenn eine Zone einfach durchbrochen wird, ist sie nicht plötzlich irrelevant oder schwach, sondern sie ist immer noch genauso stark. Ja, das heißt, ich mache es mal hier als Beispiel Widerstand. Der gebrochene Widerstand genauso stark als Support. Ja, das ist jetzt mal ein bisschen fortschrittlicher. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ganz anfängerfreundlich, aber damit es jeder schon mal gehört hat, ja, dass ein Widerstand oder eine Support, wenn sie sich dreht und dann als das Entgegengesetzte genutzt wird, immer noch genauso relevant ist. Ja, ja, wir lieben es alle, ich fühle es einfach. Ja, gut. Dann haben wir Support Resistance. Ist, denke ich mal, für jeden klaro, Kloßbrühe. Dann wollte ich noch Trendlinien besprechen. Trendlinien, ja, das heißt, ich male jetzt mal eine hier. So, machen wir jetzt einfach mal so. Sind keine horizontalen Linien, sondern ein bisschen quer, mal ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach unten. Und diese Trendlinien sind ebenfalls Support-Resistance-Zonen. Anders hier ist nur, dass sie halt sehr subjektiv sind. Also es gibt keine genaue, ja, es gibt keinen, das ist 100% richtig. Ja? Jeder malt sie ein bisschen anders. So, und die Zonen kann man auch nutzen, um zum Beispiel Trades einzugehen. Ja? Kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich setze mal hier zurück. Wenn der Markt nochmal diese Linie berührt, gehe ich zum Beispiel in einen Trade rein. Ganz blöd gesagt, ja. Kann man zum Beispiel machen. Dafür werden auch Trendlinien benutzt, ja, als Bestätigung, um irgendwelche Trades einzugehen. So, können wir zum Beispiel sagen, okay, hat die Zone berührt, ich gehe in Trade rein. So, läuft der Markt runter. Zu Trendlinien kann ich sagen, wie werden sie gezeichnet? Und zwar nimmt man den höchsten Punkt einer Bewegung, ja, in dem Fall ist es der Punkt hier oben. So, und verbindet den mit dem nächsten, in dem Falle mit dem nächsten Hochpunkt, ja. Das heißt, der Markt hat hier einen Hochpunkt gebildet, läuft runter und mit dem nächsten Hochpunkt
mit dem wird die Trendlinie verbunden. Ja, das heißt, wir haben hier einen Impuls, wir haben eine Korrektur und an dem Punkt hier, wo der Markt wieder runterläuft, ist der nächste Hochpunkt und den verbinden wir und so zeichnen wir eine Trendlinie und nicht anders. Ja, weil viele Leute zeichnen sie irgendwie, versuchen irgendwie den Markt so schön wie möglich mit so vielen Punkten wie möglich zu verbinden. Das ist aber falsch. Ja, also zum Beispiel malen einfach Leute mal so die Trendlinie, weil er hat die meisten Punkte, aber so wird sie nicht gemacht. Und dann so. Ja, auch wenn das jetzt echt blöd aussieht. Buy-Stop. Was meinst du mit Buy-Stop? Warum Buy-Stop? Der Hochpunkt, den du benannt hast, ist doch ja. Buy-Stop, oder? Der Hochpunkt, nee, das hat nichts mit Buy-Stop zu tun. Nix? Okay, dann, sorry. Buy-Stop wäre, ja, um mal kurz darauf zu sprechen zu kommen, Buy-Stop wäre, wenn ich hier an dem Punkt einen Buy-Stop setze, ja, dass der Markt an dem Punkt dann automatisch in Kauf geht. Das ist ein Buy-Stop. Das ist das, was du meintest. Also, wo du meintest, Buy-Stop, das ist ein Buy-Stop. Ja, in Lower High. Ja, nur weil ich jetzt eben keine Lower Highs, High Highs und so besprochen habe, wollte ich jetzt nicht Lower High, High High und so sagen, weil das vielleicht dem einen oder anderen noch nichts sagt. Aber nur, um mal grundsätzlich, ja, das angesprochen zu haben. Okay. Ich muss das alles ein bisschen durchrattern, weil es der Zoom ausläuft. Ich hoffe, das hat jedem entweder ein bisschen mehr Klarheit gegeben, irgendeine Wiederholung, vielleicht dem einen oder anderen auch was ganz Neues. Das Ganze könnt ihr letzten Endes im Detail auf GoLives lernen, zum Beispiel von Sedi, ja, dass ihr euch GoLives von Sedi anschaut, da jetzt ein Bootcamp hat und da wird